Das hier sind sogenannte Trays. Sie dienen als Träger von Computerchips bei deren Produktion. Sie werden als Mehrwegträger genutzt und halten unterschiedlich hohe Backtemperaturen aus. Nach der Benutzung werden die Trays typenunabhängig gesammelt und müssen dann sortiert werden. Das klingt soweit nicht schwer, aber die Tatsache, dass es sich dabei um ca. 1800 unterschiedlichste Traytypen handelt, erschwert die Sortierung ungemein. Manche Trays unterscheiden sich sogar nur im Millimeterbereich, den das menschliche Auge so gut wie gar nicht wahrnimmt. Unsere Lösung ist ein nach Kundenwunsch gefertigtes halbautomatisches Sortiersystem. Fach 44. Die Oberfläche gliedert sich in verschiedene Bereiche. Das Kamera-Live-Bild zeigt, ob ein Tray unter der Kamera liegt. Wird ein Tray erkannt, werden die in einer Datenbank hinterlegten Informationen angezeigt und der Mitarbeiter weiß, um welchen Typ es sich handelt. Die Übereinstimmungsqualität zeigt an, welcher Typ erkannt wurde. Sollten mehrere passen, hat der Mitarbeiter die Möglichkeit, das Richtige zu wählen. Unser System teilt dem Tray-Typ ein Sammelfach zu und der Mitarbeiter bekommt dies per Bild- und Sprachausgabe mitgeteilt. Und so sieht das dann in Aktion aus. Fach 44. Fach 35. Fach 39. Fach 42. Fach 38. Fach 36. Fach 41. Fach 40.